Ich stehe hier gerade an meinem Stand. Wer kommt da? Der Alex, der ab Januar in meinem Mentoring-Programm mit drin ist. Ich bin Vanessa Wenck und ich begrüße euch heute wieder von der Immopreneur-Veranstaltung in Darmstadt. Und ich bin schon mega gespannt, was mich heute alles erwartet, denn ich werde hochkrasse und hochrangige Speaker heute kennenlernen und sehen. Und ja, bin gespannt, was jetzt alles passiert. Und wir werden sicherlich noch das ein oder andere Interview führen. Also bleibt dran. Okay, also ich nehme euch jetzt mal mit. Wir gehen jetzt auf die Hauptbühne. Und zwar findet jetzt ein Vortrag statt. Da geht es um die Mentalität der Superreichen. Also ich bin sehr gespannt. Und dann hat sie mich. Das ist schon so dein Merkmal, oder? Ich weiß nicht. Also, ich habe verschiedene Farben eigentlich. Aber ja, es ist halt grundsätzlich irgendwie so, dass niemand, also als Frau zumindest Fliege trägt. So. Ja, das. Aber ich mache das irgendwie immer. Dann erkennt man dich wieder. Und so knallige Farben und sowas. Ja, ne, ist relativ einfach. Ja, genau. Da kommst du in deinem Vortrag. Ah, du warst kurz drin. Ich war nur ein bisschen zu spät. Sie war kurz drin, du nicht. Tut mir leid. Ich habe das dumme Gefühl, wir haben nichts gedacht. Weißt du? Also ja, ich bin Immobilienmaklerin. Ich werde morgen eine Präsentation halten. Wahrscheinlich gegen 11:30. Die Supermaklerin. Genau, aus Karlsruhe. Okay. Aus Karlsruhe. Genau. Und ja, ich stelle morgen etwas vor, wie man relativ günstig an Handwerker kommt, wie man sehr gut an neue Objekte rankommt, wo man auch die Makler rauslassen darf, sehr gerne. Da wirst du nicht mal, gell? Ja, also ich fand es in der VIP-Lounge ganz gut. Paar interessante Kontakte gemacht. Mit Sven Lorenz noch ein bisschen gesprochen. Der ist ja jetzt von Dirk Kräuter relativ gut gepusht. Und dann schauen wir mal, wie der Tag so weitergeht. Aber so langsam müsste ich mal meine flachen Schuhe rausholen, glaube ich. Kann so langsam nicht mehr laufen. Ja, also ich freue mich mega. Ich stehe hier gerade an meinem Stand. Wer kommt da? Der Alex, der ab Januar in meinem Mentoring-Programm mit drin ist. Also Alex, wie geht's dir? Gut. Was machst du heute hier auf dem Immopreneur-Kongress? Was sind deine Ziele hier? Von anderen Menschen zu lernen. Okay, sehr schön. Also dann freue ich mich auf Januar. Vielen Dank, lieber Alex. Hallo, ich bin die Nachbarin. Hi. Also hier zumindest die Nachbarin. Und das ist unser YouTube-Channel. Hey, Leute. Und ich wollte ganz gerne dir ein Lob aussprechen, weil dein Vortrag echt toll war. Danke dir. Hi, ich bin der André und meine Mission ist halt, Menschen mit ihren Immobilien finanziell frei zu machen. Und auf der anderen Seite aber auch Wohnraum schaffen und Menschen eine Heimat geben. Das ist so mein Herzensding. Da stehe ich morgens für auf und ja, dafür lebe ich. Mega. Also ich habe ja das mit dem Vortrag vorhin mitbekommen und ich habe es total genossen, dass du reinkamst und hast Party gemacht mit Musik und hey Leute, was geht ab hier? Das fand ich mega. Zahlen, Daten, Fakten, Immobilien können auch richtig Spaß machen. Vielen, vielen Dank. Und viel Spaß beim Kongress. Danke, gleichfalls. Danke dir. Ja, also ich bin Vanessa Wenck. Sie sind der Herr Höfner. Ah, Herr Höfner. Ja, wir befinden uns jetzt hier vor diesen wunderschönen Luxussesseln. Was ist denn das ganz genau? Es ist ein weltweit einzigartiges Entspannungssystem. Eine perfekte Kombination aus Massage, Licht und Musik, was Ihnen hilft, sehr, sehr schnell tief zu entspannen, den Akku wieder aufzuladen, zu regenerieren, entsprechend auch anschließend nach 15, 20 Minuten wieder fit zu sein und konzentrierter weiterarbeiten zu können, zum Beispiel. Okay, super. Dann erstmal vielen, vielen Dank und ich freue mich jetzt auf das Massageerlebnis. Ja, also ich hatte gerade die Massage meines Lebens. War das wirklich so gut? Oh mein Gott. Ich hatte dieses Lichtflackern voll auf volle Pulle und es hat mir Angst gemacht. Ich habe zwischendurch gedacht, ich fliege gleich davon. Jetzt gehen wir auf die Mainstage zu Marcel Remus und dann gucken wir mal, was der heute so zu berichten hat. Ich gerade aus dem Vortrag von Marcel Remus. Und ja, Jessie, wie war es heute?
Sehr gut, viele Kontakte gemacht, unsere Mappe ist voll. Wow, okay, was war am meisten gefragt? Unser neuer Bauservice, Immobilienmaklergeschäft oder mein Mentoring? Immobilienmaklergeschäft. Aber das größte Thema war wirklich, wie komme ich an günstige Handwerker dran? Und dafür gibt es ja dann morgen noch einen Vortrag von mir und da freue ich mich schon sehr drauf. Und die Nachfrage ist wirklich, wirklich groß gewesen. Also meine Mappe war wirklich dicke voll mit Bauservice-Anfragen. Heute haben wir einige Kontakte gemacht und generell haben wir auch unwahrscheinlich viele Promis hier kennengelernt und gesehen, ganz viele Visitenkarten auch getauscht. Und ja, am coolsten fand ich jetzt so dieses Lifestyle-Event von Marcel Remus, das fand ich wirklich cool, war so ein bisschen filmlastig. Ansonsten hat mir auch Gerald Hörhahn gefallen, mit dem haben wir jetzt gerade noch mal eben gesprochen, weil wir einen Podcast aufnehmen und vielleicht auch ein YouTube-Video. Und für die Leute, die ihn mögen, gibt es wahrscheinlich auch demnächst noch gemeinsam ein größeres Projekt mit mir. Also da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ja, ansonsten wurden ganz viele Ferrero-Küsschen heute gegessen. Ich glaube, wir haben aber noch ganz viel für morgen übrig. Und ja, jetzt werden wir gleich nach Hause fahren. Ich verabschiede mich vom Immopreneur-Kongress. Wie ist es denn jetzt hier eigentlich auf dem Immopreneur-Kongress? Erzähl mal. Ja, das ist sehr geil, weil mittlerweile ist ja der Bekanntheitsgrad riesig groß. Ich war vor 2 Jahren schon mal in Frankfurt. Da waren es irgendwie 400. Ja. Und jetzt ist natürlich viel, viel, viel mehr. Die haben ja verdoppelt, verdreifacht. Das finde ich schon sehr schön und das sind alles Menschen, die Gas geben wollen. Ne? Ja. Also wir hatten ja heute das Thema Akquise und Einkauf, da wärst du eigentlich auch genau der Richtige gewesen. Ja, das ist ja, das hat ja auch unheimlich viel mit Einstellung zu tun und mit kannst du verkaufen. Einkauf ist ja nichts anderes als verkaufen nur umgedreht und verkaufen logisch, ne? Also ohne Frage. Wobei wir hatten jetzt 2 Vorträge mit dem Thema Mindset. Ne? Hast du die richtige Einstellung? Bist du ein Erfolgsmensch? Und das war auch cool, das hat alle erreicht. Wie geht's dir eigentlich in Dubai? Ja, ich bin... Und in der Karibik? Na, Karibik ist vorbei. Karibik ist seit Juli vorbei. Okay. Es ist super, super schön gewesen, aber alle fahren da nur hin zum Urlaub machen. Und ich fahre da viel zu sehr runter. Und ich brauche Power. Also es ist für die aktuelle Lebensphase der falsche Ort. Zum dort leben. Urlaub ist super, ja? Ja. Und jetzt Dubai ist genau das Gegenteil. Dubai habe ich auch. Ich habe einen Privatstrand, ich kann morgens mit dem Surfbrett rauspaddeln, ich habe Sonne, aber ich bin auch in 20 Minuten mitten im Leben. Es sind sehr geile Menschen da, es ist eine unheimlich positive Energie, alle geben da Gas und das habe ich gebraucht, das habe ich gesucht. Okay. Also die wichtigste Frage, die wahrscheinlich hier jetzt auch alle interessiert, hast du denn jetzt selber investiert in Immobilien? Ich weiß, du hast ja in Dubai was gekauft. Investierst du auch in Objekte, wo du später Mieteinnahmen generierst? Ich werde, aber im Moment habe ich das noch nicht. Und im Moment war es sogar ganz gut, dass ich das nicht gemacht habe. Ich habe ziemlich viel in meine eigenen Companies investiert und ich habe Fonds. So. Okay. Aber definitiv, Immobilien ist ein Thema, aber im Moment gucke ich eher nach Immobilien in Dubai. Okay, da habe ich auch ein paar, dann gucken wir uns mal welche an. Sehr gut, also danke. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Ich hoffe, dass du ganz viel mitgenommen hast, dass für dich ein bisschen was Spannendes dabei war. Und ich hoffe, dass du bei YouTube auch die Glocke aktivierst, denn dann wirst du proaktiv über das nächste Video informiert. Und bitte nicht vergessen, verfolg mich auch auf Instagram, denn dann bist du live in meinem Leben dabei. Und vergiss nicht die Facebook-Gruppe. Bis dahin, ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Ich bin Vanessa Wenk. Bis dahin und tschüss.